Heute reden wir mal über drei Gründe, warum ich als Freelancer Projekte ablehne. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um Freelancing, Selbstständigkeit und alles, was dazugehört. Also wird heute nicht programmiert. Jeder, der das möchte, muss noch eine Woche länger warten. Prinzipiell geht es heute aber um die drei Gründe, warum ich quasi Aufträge auch mal ablehne und warum es auch wichtig ist, als Freelancer seine Gründe zu kennen, warum man das tut und auch an diesen festzuhalten. Also nicht immer jedes Mal eine Ausnahme zu machen, die Aufträge trotzdem anzunehmen. Prinzipiell möchte ich das gleich mit euch besprechen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt zu diesem Video oder eigentlich einfach eine andere Meinung habt, dann schreibt mir unten auf Discord, joint the community, sagt hallo, tauscht euch mit anderen aus und ansonsten, ja, gucken wir uns mal an, warum es manchmal eigentlich gar nicht schlecht ist, Aufträge abzulehnen und warum es euch vor allem besser schlafen lässt. Los geht's! So, als erstes sollten wir mal meine Ausgangslage besprechen, weil dies ziemlich grundlegend ist für alles, was mit diesen Gründen zu tun hat. Warum ich sie so sehe, warum ihr sie vielleicht anders seht. Und der wichtigste Punkt ist, dass ich nur nebenberuflich selbstständig bin. Ich bin nicht auf dieses Geld angewiesen. Ich bin nicht vollberuflich selbstständig, sondern wirklich nur, weil es mir Spaß macht. Ich muss damit nicht meine Miete zahlen, ich muss nicht meine Familie ernähren oder das Haus abbezahlen. Das sind große Punkte, die eure Perspektive komplett verändern, wenn ihr voll selbstständig seid und vielleicht wirklich das Geld gerade braucht. Und dann hat das eine ganz andere Ausgangslage als das, was ich jetzt aus meiner Warte erzählen kann. Das möchte ich einfach nur vorneweg sagen. Was heißt, wenn ihr nicht hundertprozentig mit diesen Punkten übereinstimmt, dann schreibt doch einfach mal in die Videokommentare, warum ihr es anders seht oder was ihr vielleicht auch aus diesen Punkten mitnehmen könntet, auch wenn ihr eine komplett andere Ausgangssituation hattet. Das Gleiche ist prinzipiell, wenn ihr gerade startet. Wenn ihr gerade startet, ist es eine besondere Situation. Ihr braucht Referenzen, ihr braucht vielleicht Geld, ihr wollt Erfahrung sammeln. Dann nimmt man häufig Aufträge an mit einer ganz anderen Ausgangslage im Sinne des Zieles. Ihr seid nicht darauf aus, schnell Geld zu verdienen, sondern ihr seid darauf auf, euer Business aufzubauen. Und das ist auch eine ganz andere Ausgangslage, aus der ich nicht komme. Ich bin mittlerweile seit 8 Jahren selbstständig. Ich habe meine Kunden, ich habe meine Referenzen. Und bin nicht mehr so darauf angewiesen, meine ersten großen Projekte abzuschließen, um an zukünftige weitere Kunden zu kommen. Es ist natürlich immer ein Aspekt, aber es ist nicht meine große primäre Zielsetzung, die ich habe, die vielleicht bei euch eine ganz andere ist. Aber genug davon, jetzt gucken wir uns mal den ersten Grund an. So, der erste große Punkt sind die Rahmenbedingungen. Wenn die nicht passen, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr weiter zu sprechen und das wird auch jeder von euch nachvollziehen können, egal ob ihr selbstständig seid, Vollzeit, nebenberuflich oder gerade anfangt, dieser Punkt ist eigentlich bei allen ziemlich identisch. Und zwar Nummer 1, passen die Arbeitsbedingungen. Was heißt, ihr seid Freelancer, ihr wollt vielleicht von dort arbeiten, wo ihr wohnt, ihr wollt nicht nach Hamburg oder Berlin fahren und von dort aus arbeiten oder irgendwas in dieser Richtung. Ihr wollt vielleicht mit einem Mac arbeiten, aber der Kunde zwingt euch, auf seinen Lenovos zu arbeiten oder so etwas. Oder auch andere arbeitstechnische Rahmenbedingungen funktionieren nicht, dann ist das ein Grund abzulehnen und das sollte man auch machen, damit man selbst mit seiner Arbeit glücklich ist. Der zweite wichtige Punkt der Rahmenbedingungen ist finanziell. Wenn ihr und der Auftraggeber einfach finanziell so überhaupt nicht zusammenpasst, wenn da komplett andere Preisvorstellungen sind von dem, was ihr wollt und was er euch bezahlt, dann lohnt es sich eigentlich nicht, große Kompromisse einzugehen. Hier gibt es natürlich einen kleinen Punkt, und zwar, wenn ihr gerade startet, ist es manchmal nicht verkehrt, ein klein bisschen zurückzurudern mit seinem Preis, um den Auftrag mitzunehmen, wenn ihr einfach finanziell nicht daran angebunden seid. Das gleiche gilt für mich, wenn ein Projekt richtig spannend klingt und ich voll Bock drauf habe, aber es irgendwie doch zu teuer ist, was ich normalerweise verlange, dann gehe ich manchmal ein Stück zurück. Aber das ist sehr selten der Fall. Aber preislich ist ein wichtiger Punkt, warum Aufträge manchmal einfach nicht stattfinden können, weil ihr könnt nicht einen Auftrag annehmen, wo ihr dann irgendwie für 5 Euro die Stunde arbeiten würdet, um das noch irgendwie durchzukriegen. Das passt nicht und das sollte man auch nicht annehmen. Der dritte Punkt der Rahmenbedingungen ist ähnlich und zwar zeitlich. Wenn ihr einfach ausgebucht seid, ihr habt zum Beispiel die nächsten 2 Monate komplett alles mit Projekten zu, ihr habt keine einzige Stunde mehr, die ihr verplanen könnt, dann solltet ihr nicht noch einen Auftrag dazwischen quetschen. Das macht euch schlaflose Nächte, das erzeugt kein gutes Ergebnis und im Endeffekt gibt es meistens Probleme mit den Kunden bei sowas, weil ihr einfach das irgendwie dazwischen quetscht und euch nicht voll darauf konzentrieren könnt. Das heißt, wenn ihr keine Zeit habt, versucht nicht immer irgendwas dazwischen zu quetschen. Es kommt vor, natürlich, ist mir auch schon passiert, aber es sollte nicht die Regel sein und eher die absolute Ausnahme und wenn auch nur ganz, ganz, ganz kleine Sachen, wo ihr wirklich sagen könnt, hey, das sind irgendwie mal 3 Stunden mehr in der Woche, das kann ich machen, das geht schon, aber nicht irgendwie ein 20-Stunden-Projekt noch zusätzlich reinhauen, obwohl euer Monat schon komplett Licht ist. Das ist nicht gut und das funktioniert nicht und das sorgt für schlaflose Nächte und viel Stress. So, der zweite wichtige Aspekt ist die fachliche Kompetenz. Und diese fachliche Kompetenz, einen Auftrag an- oder abzulehnen, ist quasi ein wichtiger Punkt. Und ihr solltet immer, egal ob ihr 10 Jahre dabei seid oder gerade erst anfangt, diese Frage stellen, wenn ihr ein Angebot erstellt für einen Kunden.
Und zwar, habe ich Referenzwerte, kann ich die Anforderungen wirklich verstehen, nachvollziehen und zeitlich einschätzen? Und wenn das nicht der Fall ist, ist das so groß verschätzt, dass ich es gar nicht schaffe, dass ich mich komplett verschätzt habe, dass ich später für irgendwie einen Euro-Stundenlohn arbeite, um das umzusetzen, weil ich es mir erstmal komplett aneignen musste, dann ist das ein großer Aspekt, einen Auftrag abzulehnen. Wenn es aber etwas ist, was euch beschäftigt, wo ihr mit dir schon was gemacht habt, wenn es so ist, dass ihr vielleicht schon etwas Referenzen in der Freizeit gesammelt habt, aber ihr habt noch nie ein Projekt umgesetzt, dann ist es nicht so schlimm, sich auch mal um ein paar Stunden oder vielleicht auch einen Tag zu verschätzen bei sowas. Aber wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, ihr habt keine Referenz, es klingt riesig groß, dann lasst euch nicht von dem, in Klammern, potenziellen Gewinn von so einem Projekt blenden, sondern sagt, das mache ich nicht, da habe ich zu wenig Erfahrungen mit, weil das große Problem ist, wenn ihr so ein Projekt vergeigt, weil ihr es fachlich doch nicht hinkriegt, weil ihr zeitlich es einfach komplett verschätzt habt, dann ist es einfach ein Riesenproblem, da wieder rauszukommen und wird für euch eine Menge Probleme mit sich bringen. So, der letzte Grund, warum ich Aufträge ablehne, ist auch der, warum ich am häufigsten tue, und zwar das Tätigkeitsfeld. Prinzipiell das Tätigkeitsfeld, was meine ich damit? Ich bin Software- bzw. Frontend-Entwickler, UI-UX-Designer, so das ist meine Kernkompetenz, da bin ich gut drin, das kann ich, da kenne ich mich aus. Bisschen Backend-Entwicklung kann ich auch noch, aber auch nur in einem gewissen Maße. Was heißt, es gibt Tätigkeitsfelder, die mit meinem Tätigkeitsfeld sehr eng zusammenstehen. Das wären zum Beispiel Recht für Impressum- und Datenschutzfragen. Das wäre sowas wie Backend-Entwicklung, das wäre sowas wie Webhosting. Das sind alles Tätigkeitsfelder, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten, aber nicht so richtig zu meinem Tätigkeitsfeld passen. Und das Problem ist, wenn ein Kunde kommt und sagt, hey, wir brauchen eine Webseite, kannst du uns da auch das Impressum, die Datenschutzerklärung machen? Dann kann ich nur sagen, nein, ich bin kein Anwalt, ich kann das nicht. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil der Kunde von euch als Entwickler nicht unbedingt erwartet, dass ihr Rechtsfragen beantworten könnt. Was er aber wahrscheinlich erwartet, ist so etwas wie, hey, ich kann dir es zwar nicht machen, aber ich kenne einen Anwalt, der das kann und ich kann dich da mal weiterleiten und so etwas ist super. Wenn ihr da eine Verbindung herstellen könnt, dann fühlt sich der Kunde direkt wohl, weil er weiß, okay, ich habe hier direkt jemanden als Ansprechpartner, der alles weiß. Ihr habt nicht irgendwie etwas versprochen, was ihr nicht halten könnt und gleichzeitig habt ihr so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Das heißt zum Beispiel bei mir, ich habe einige Backend-Entwickler an der Hand oder zwei Web-Administratoren, die sich hauptsächlich damit beschäftigen und ich arbeite relativ häufig mit denen zusammen. Einmal, dass ich Aufträge an die weitergebe und gleichermaßen auch, dass die auf mich zukommen, wenn sie Aufträge haben. Zum Beispiel der eine Web-Administrator hat regelmäßig Anfragen, hey, kannst du mir eine Website bauen? Aber er macht eigentlich nur Webadministration. Er ist kein Entwickler, er hat auch keinen Bock darauf und gibt mir die Aufträge dann weiter gegen eine kleine Provision. Und genauso funktioniert das auch mit den beiden Backend-Entwicklern, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, wo wir uns auch gegenseitig die Aufträge zustecken. Wenn die zum Beispiel einen Auftrag haben für eine Website oder für eine App oder so etwas und dafür etwas brauchen, dann helfe ich denen im Frontend und andersrum im Backend. Das Ganze ist halt ziemlich praktisch, erzeugt so ein kleines Netzwerk und hilft euch auch noch Kunden zu akquirieren, obwohl ihr dem Kunden prinzipiell gesagt habt, nee, den Auftrag oder diese Tätigkeit nehme ich nicht an. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Schreibt doch da einfach mal, welche Gründe ihr habt, einen Auftrag abzulehnen, falls ihr Freelancer seid. Ansonsten, ja, schreibt mir doch mal in den Social-Media-Netzwerken, die findet ihr oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir einfach mal Hallo sagen, euch mit mir austauschen oder einfach, naja, gucken, was es sonst noch so gibt. Ansonsten, bis nächste Woche, bis dahin viel Spaß und ciao.